Berlin 1. Mai ist ein deutscher Episodenfilm, der die alljährlichen Krawalle im Berliner Szenebezirk Kreuzberg thematisiert. Vier Regisseure haben unabhängig voneinander drei Episoden gedreht und diese später zu einem Film zusammengefügt. Carsten Ludwig und Jan-Christoph Glaser erzählen in der Episode Ausflug von Jakob und Pelle, dargestellt von Jakob Matschens und Ludwig Trepte. Die Jugendlichen aus Westfalen reisen eigens zum Tag der Arbeit nach Berlin, um dort Abenteuer zu erleben. War der was zu rauchen? Naja, also was Härteres? Was meinst du mit Härteres? Ja, keine Ahnung, was Härteres halt. Alter, ich weiß nicht, was du meinst. Keine Ahnung, Kokain, Ecstasy? Mann, Koks habe ich nicht und E's verkaufe ich an Erwachsenen, okay? Sven Tadicken, dessen Kinodebüt Emmas Glück schon vor gequälter Lustigkeit strotzte, lässt in seiner Episode Yavuz einen 11-jährigen türkischen Jungen, der eigentlich einen Polizisten attackieren will, mit einem Alt-68er eine Straßenbarrikade aus Schrott errichten. Ich bin Harry. Bist du? Yavuz. Peter Kurt ist als linker Aktivist Harry der beste Mann des Ensembles. Türke oder Kurde? Türke. Lenin oder Maoist? Maoist. Maoisten sind warme Socken. Und Stalinist klingt nach Stahl. Das ist ja Wurst, türkischer Stalinist. Oh ja, genau. Maul halten, die schwulen Maoisten. Jakob Ziemnicki erzählt in der dritten Episode von Uwe, einem gefrusteten Polizisten, der von seiner Freundin betrogen wurde. Als er auch bei seinen Kollegen keinen brauchbaren Rat findet, geht er kurzerhand ins Bordell. Ingrid? Mhm. Ich verstehe es nicht. Ich hab dir doch alles gegeben. Klamotten, Schuhe. Man kauft Frauen keine Schuhe. Warum? Dann laufen sie weg. Es stimmt betroffen mit anzusehen, wohin ein Gefühlsstau manche Menschen treibt. Doch die wirklichen Lebensprobleme werden auf der Leinwand in Spaßkultur verwandelt. In einem Film mit dem Titel 1. Mai, dem einst hart erkämpften Tag der Arbeit, müssten eigentlich ganz andere Geschichten erzählt werden. Im Klageton wird stattdessen der für den jungen deutschen Film typischen Unlust und Aggressivität Raum gegeben. Weißt du, Demonstrationen zum 1. Mai gibt es schon seit über 100 Jahren, aber so richtig Randale. Erst seit 87. Da wurde der Bolle-Supermarkt geplündert und angezündet. Total abgebrannt. Ich war dabei. Das ist da, wo sie die neue Moschee gerade bauen. Hast du ihn angezündet? Wer weiß das schon?